Ich wusste nicht, dass er so empfindlich ist. Das war ein Hirschkäfer. Würde ich behaupten. So, angeln möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich nur Insekten. Das wird eigentlich nur wieder das Blattding sein, ne? Rein theoretisch dürfte es nie was anderes sein als eine Blattschräge. Aber dadurch haben wir auch noch. Haben wir auch noch die Meilen hier bekommen. Das sind halt 300 Meilen haben, oder nicht? Das hier kriegen wir ja gleich noch. Hacke Holz. Ach. Ich würde da sagen, wir haben genügend Holz, aber die Zäune waren ja auch in die Unendlichkeit teuer. Ich hätte mir ein paar mehr Tiere mehr erwartet in der Nacht. Oder am Abend. Ich weiß nicht, gibt es noch ein Nachtding, dass man wirklich 22 Uhr und sowas... Gibt es noch ein absolutes Nachtteil? Dass man mal mitten in der Nacht das machen muss? Dass ich mich hier mal um 22 Uhr, 23 Uhr hinsetze und aufnehme? Um andere Tiere zu bekommen, weil... Ja. Ne? Hier oben waren wir eigentlich auch relativ wenig gewesen. Ich weiß nicht, ob Nadelbäume zufällig was anderes bringen. Ich lauf mal wieder hier hinten lang. Das war eigentlich ganz cool. Oh, wir haben Post. Hat bestimmt Iris geschrieben. Ich wollte gerade da... Ich will das nochmal... Ich will hier nochmal versuchen. Wir haben hier vorhin den Goldfisch rausgeholt. Und wir haben noch nie an diesem Teich so wirklich geangelt. Vielleicht sind hier ja noch andere... Fische. Das Problem ist aber auch, ich kriege den Lachs hier nicht. Mir auf den Sack, ey. Es geht mir echt auf den Jacke hier, so ehrlich. Der sieht es halt nicht, ne? Du musst ihn das halt exakt in einen Grad von 90 Zentimetern vor sein Gesicht werfen. Wenn dieses nicht erfolgt, wirst du diesen Fisch nicht fangen. Das ist nicht gut. Oh, das ist sogar wirklich was Neues. Ein Wels. Ja, ein Katzenwels. Na gut. Fällst du auch immer auf die Flossen? Sollen wir mal versuchen. Wir sollten... Ich wollte gerade freilassen. Wir sollten vielleicht mal da den Teich ein bisschen öfter befischeln. Weil ja Wälze definitiv nachtaktiv sind, glaube ich. Sehr schön. Schönes Loch. Was hier noch? Ah, wir haben auf jeden Fall gleich noch ein bisschen was abzugeben. Auch neu. Ja, ein Skala. Das ist aber so ein typischer Aquariumfisch, oder? Na, kommen wir jetzt langsam in die Zeit, wo wir neue Fische... Kann ich von hier oben? Gut, geht.
Oh, ein Barsch. Das ist wieder so ein typischer Schlag ins Gesicht. Wenn du dann plötzlich wieder mit einem Barsch rauskommst. Das ist dann wieder so typisch, so hier. Nö. Wir sollten hier oben ein bisschen mehr angeln, habe ich das Gefühl. Aber wir wollten jetzt ja auch eigentlich nicht angeln. Wir wollten jetzt ja auch eigentlich... Mann! Dafür, dass er angeln hasst, angelt er ganz schön viel. Ich hasse die Fische hier. Könnte auch nur wieder ein Goldfisch sein, weil es ein kleiner ist. Nee, ein Frosch. Okay, ja gut, ein Frosch. Wie ich den am Kragen hab, ne? So, wir müssen jetzt aber wirklich mal abgeben. So, wir gehen jetzt abgeben. Indem wir hier über den Fluss laufen. Noch ein Skala. Von einer Skala von 1 bis 10, weißt du? Oh, hat er den Spruch nicht gemacht. Ist doch gut. Ist ja nicht gut. So. Den werden wir jetzt abgeben. Wirklich. Straight hin. Ohne Umschweife. Ne, Nashornkäfer habe ich noch. Ich brauche den mit den Klauen vorne. Also den Hirschkäfer eigentlich. Glaube ich. Ich bin der Meinung, ich weiß nicht, ob wir den Hirschkäfer schon haben. Das ist der japanische Rosenkäfer, Nashornkäfer. Was macht der denn da? So, ich glaube, der macht Sport. Da ist aber da wie so ein Huhn, weißt du? So, kurz mal gucken, ob ich noch irgendetwas dabei habe, was wir mit rausnehmen können. Zum Beispiel ein Fossil. Da hört es dann aber auch auf. Gut. Als erstes machen wir wieder die Fossilien. Hi. Leg dein scheiß Buch weg. Guten Abend, Case. Willkommen im Museum von Casetopia. Wie darf ich Ihnen denn dienen? Fossilien analysieren. Wups, wups. Wups, wups, wups. Wups. Und wups. Mal sehen, ob da was Neues zwischen ist. Oh, nicht nur ein Fund, sondern gleich mehrere. Dann mal rasch ans Werk. Ihre Funde sind von überwältigender Güte. Kein Zweifel, wenn wir... Aber sie haben schon. Haben wir leider schon alles. Wird schwer. So, ich möchte was stiften. Den Wels. Ah, das ist ein Katzenwels. Ich erzähle dir mal was über den Katzenwels. Hört mal genau zu. So, also, der Katzenwels haben kleine Schuppen und sie sind etwas schleimig. Aber der Schleim hilft ihnen beim Atmen. Manche Spezies sind nachtaktiv und sie fressen so ziemlich alles. Dabei saugen sie ihr Futter ein. Und Katzenwälze können so groß wie sie oder ich werden. Und das war's im Groben. Oh, ja, ja. Interesse über Fischkunde. Mm. Endlich wieder Wissen über Fische. Geil. Captain Iglo wäre stolz auf mich. So, ein Goldfisch. Wo wir bei Captain Iglo wären und Fischstäbchen. Das ist doch ein Joltfisch. Ich kann dir was über diesen Joltfisch erzählen. Der heißt Klaus. Ist ein Deutscher. Goldfische sind ebenso putzig wie wendig. Doch wussten sie, wie groß diese Fische werden können? Oh ja, bis zu 30 cm.
Aber das ist nur ein Schätzwert, da Goldfische in Aquarien oft klein bleiben. Was für ein Wachstum wohl unsere Museumsaquarium ermöglicht? Ich denke, wir werden es herausfinden. Ich gehe mal davon aus, an Form von Platz, ne? Umso mehr Platz, umso größer wird er. Ist auch auf andere Dinge übertragbar. Oh nein, eine Riesenwanze. Okay, ja. Soll ich dir was auch über diese Riesenwanze erzählen? Was wirklich echt eklig. Wanzen, ich finde... eklig irgendwie. Irgendwie eklig. Wie drücke ich das am besten aus, ohne eine Panik zu entfachen? Ja, Riesenwanzen sind Monster! Diese Raubtiere greifen Fische an. Ja, sogar Frösche und Schlangen. Schlangen! Niemand ist sicher. Eins noch, bevor mich die Ohnmacht übermannt. Dieser elende Käfer injiziert mit seinem Stechrüssel Verdauungssäfte in seine Beute. Ugh, muss an etwas anderes denken. Voll eklig, das Tier, Mann. Geh weg. Eine Nasenmuräne. Freust du dich drüber? Ah, nanu, ganz klar. Das ist eine Nasenmuräne. Ich kann dir echt viel über diese Nasenmuräne erzählen. Nasenmuränen sind mit den Muränen verwandt, unterscheiden sich jedoch durch ihre auffällige Farbe. Außerdem haben sie seltsame blattähnliche Fortsätze auf der Nase, die sich im Wasser bewegen. Sie haben quasi eine äußerst freundliche Nase, die jedem in der Nasennähe fröhlich zuwinkt. Und das war's. Naja, oder einfach Beute anlockt, ne? Nashornkäfer. Oh nein, ein Nashornkäfer. Naja, so schlimm ist ein Nashornkäfer doch auch nicht. So, mal ehrlich. Lass knacken, Junge. Ja, okay, wenn du drauf bestehst. Der Kopf des Nashornkäfers ist wie der Helm eines Samurais geformt. Davon könnte man sich ja beeindrucken lassen, wenn seine Größe nicht so abstoßend wäre. Erwachsene Männchen kämpfen und graben mit ihrem Horn, während die Weibchen nichts dergleichen tun. Auch ihre Larven und Puppen erreichen ein enormes Ausmaß und fressen sich durch verrottetes Holz. Ach, welch traurige Mahlzeit. Aber typisch, ne? Der Mann muss wieder die ganze Zeit irgendwas buddeln und die Frau, die macht wieder nichts. Typisch. Ist wie hier zu Hause. Ich muss die ganze Zeit buddeln. Ich grab einfach nur irgendwelche Löcher. Ne, und sie tut nichts. Sandy tut nichts. Toll. Ein Frosch. Ich kann dir viel über einen Frosch erzählen. Frosch ist auch super spannend. Meine Güte, Frosch, wow. Frösche haben untereinander eine komplexe Sprache entwickelt. Quark, ich bin Prinz. Quakel die Quark. Toller Teich. Quark, ich liebe Weitsprung. Aha, natürlich verstehe ich kein Wort. Doch wenn ich ihnen lange genug zuhöre, lerne ich vielleicht. Das war ja sehr spannend, was du da erzählt hast. Komplexe Sprache, die machen nur Quark. Ich bin ein Prinz, Alter, ganz ehrlich. Wer würde denn einen Frosch küssen nur für einen Prinzen? Hä? Nanu, ganz klar, das ist ein Kaiserschnabber. Ich könnte Ihnen auch viel über den Kaiserschnabber erzählen. Ich mag das Wort Schnabber. Kaiserschnabber ist der Oberbegriff für Dutzende von Fischspezies. Warum sie so verbreitet sind? Gibt es wirklich so viele herrschaftliche Fische, die gerne schnappen? Und hätte man nicht andere Namen finden können? Monarchiekneifer oder Edelzwicker? Königsbeißer? Und das war es im Groben. Kaiserschnabber klingt aber auch einfach viel cooler. Wer auch immer auf diese Idee kommt, immer. Weiß ich nicht. Wer ein Tier findet, darf es ja benennen. Weiß ich nicht, weil ich hätte auch gerne, ich würde es auch gerne mal machen, aber es gibt nur noch Tiefseetiere, tiefe Meer und vielleicht ein paar Insekten. Ich will keine Insekten benennen. So, ein Skala. Ich kann dir viel über ein Skala erzählen. Da liegt die Skala hoch. Skala sind wunderschöne Kreaturen. Man sehe sich nur diese Flossen an. In dem Entgehen steht ihr teilweise recht aggressives Verhalten. So schrecken sie nicht davor zurück, Fische zu verfolgen, die sehr viel kleiner sind als sie selbst.
Ja, sie greifen sich sogar gegenseitig an. Schönheit oder nicht, in ihrer Nähe ist kein Fisch sicher. Und da sieht man es wieder einmal. Man sollte nie nach dem Aussehen alleine gehen. Zumindest nicht bei Fischen. So, dieses komische Ding. Dieses komische Ding. Ah, das ist ja ein Griffelseeigel. Das ist ein furchtbarer Name. Ist nicht so cool wie der Kaiserschnabber. So, die Stacheln des Griffelseeigels sind nicht stachelig spitz, sondern dick und gerundet wie Fingerchen. Dadurch schützen sie ihren Träger nicht nur von Feinden, sondern auch vor der Macht der Strömung. Diese knubbeligen Igelchen hausen in Korallenriffen und wurden schon in Rot, Braun und Violett gesichtet. Und was denkt der Naturkundige sofort, wenn sich ein Tier Grellbunt zeigt? Klar, Todesgefahr! Doch in diesem Fall ist das falsche Alarm. Dieser Igel trägt seine Farbe einfach so und nicht zur Warnung. Und das war's. Aber ja, eigentlich alles, was immer hübsch aussieht, ist immer giftig, ne? Alles, was hübsch aussieht, ist Kill. Ist Kill, sagt man das so? Ach, ich sag das so. Die Jugend sagt das bestimmt so. Das geht auf meinen Nacken. Gott, furchtbar. Hä? Nanu? Ja, das ist ein Kuruma-Garnele. Klingt zumindest asiatisch. Cool. Die Kuruma-Garnele ist ein robustes Schalentier, das an allerlei Orte auf der Welt zu finden ist. Und nicht nur asiatisch. Wie viele andere Schalenträger lässt sie sich beim Heranwachsen ihren zu kleinen Panzer zurück. Ach, wäre der Wohnungswechsel nur immer so unproblematisch und simpel. Aber wissen Sie was? Wesentlich interessanter ist, dass die vielen Beine, die die Kuruma-Garnele hat, 5 Paare zum Schwimmen, 5 zum Laufen und sogar, und sage und schreibe, 3 Gliedmaßenpaare alleine zum Fressen. Alter, Finne, warte mal, 5? 10? 13? 26 Beine hat das Ding? Ich selbst bin ja eher Flieger als Läufer, aber bei so vielen Beinen muss man doch einfach stolpern. Ist ja eine Kuruma-Garnele, die auch bei Findet Nemo im Aquarium rumwutschelt. Was für ein Fisch ist eigentlich der Dori-Fisch? Fragen über Fragen. So, eine Krabbe. Jetzt habe ich das einfach so über... Eine Gazami-Krabbe. Entschuldigung. Gazami. Klingt asiatisch. Die Gazami-Krabbe krebst mitnichten öde auf dem Meeressand herum, wie viele ihrer Artgenossen. Oh nein. Sie gehört nämlich zur Familie der Schwimmkrabben, ausgestattet mit einem Beinpaar extra zum Paddeln. Damit schwingen sie sich elegant in die Fluten, wie, nun ja, ein Eulerich in die Lüfte der dämmernden Nacht. Doch bei aller Ähnlichkeit will ich mir doch selbst und... untertänigst, oh Gott, ja, du mich auch, Wörter, ästhetische Überlegenheit zuschreiben. Und das war's im Groben. Ah, ich liebe Wörter. So, eins noch. Einen haben wir noch, wir haben noch die Ohrenqualle. Ne, die Ohrenmuschel, das Seeohr. Ob es auch ein Hörauge gibt. Ah, Mann, ein Seeohr. Ich kann dir auch viel über dieses Seeohr erzählen, aber es kann sein, dass es mithört. Famos. Ganz wie beim namensgebenden Organ steckt auch das Seeohr im Inneren voller Überraschung. Von außen betrachtet wird jenes unscheinbare Geschöpf nicht gerade wie ein Schneckensupermodel. Doch innen drin, da sieht die Sache ganz anders aus. Innen ist der Panzer nämlich mit Gliedmaßen schillernden Perlmut gesäumt. Gleißenden, nicht mit Gliedmaßen, das ist irgendwie voll eklig. Mit gleißendem schillernden Perlmut gesäumt. Ein ästhetisches Wunder. Denn aufgemerkt, Schneckenhäuser sollte man nicht nach ihren Äußersten beurteilen. Vielleicht hat Madame Schnecke ja all ihre Liebe in die Inneneinrichtung gesteckt. Ja, oder keine Ahnung. Ich würde es jetzt aber gerne aufbrechen, weil ich nichts weiß, was... Ich kann mir unter Perlmut nichts vorstellen, tatsächlich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich mir unter Perlmut vorstellen soll. Gibt es auch eine Perlangst? Das ist die Frage. Meine ich immer noch nicht. Wir kriegen immer noch nichts. Was? Steinreich, Meistergärtner.
Baumpflanzer, ja, ich bin richtig dabei. Gibt aber noch sehr viele Karten, die wir noch nicht haben. Sehr, sehr viele. Gut, aber ich glaube, das war's für heute. Denn irgendwann muss ich ja auch Feierabend machen. Ja, wir haben ein bisschen was fürs Museum gefunden. Ich habe mir aber tatsächlich ein kleines bisschen mehr versprochen. Ich dachte, wir finden. Das war wieder ein Hirschkäfer. Ich dachte, wir finden ein bisschen mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja auch einfach die Jahreszeit. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder wir hatten einfach kein Glück. Kann natürlich auch sein. Na gut. Ich verabschiede mich jetzt aber. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tauni, 1000 Sterni, Sack hier. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Doch, das müsste. Geht das? Wächst da jetzt ein 10.000 Sterni-Baum? Ich habe keine Ahnung. Das wurde, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt. Aber, naja, ihr wisst ja, wie ich bin. Vergesslich. Ja, ich laufe nicht. Das ist der Controller. Ich verabschiede mich jetzt aber. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen und ciao. Ding Dong, 21 Uhr. Tschüss.